Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder eine Reihenvorstellung für euch, denn ich habe meine erste Reihe dieses Jahr beendet. Wuhu! Und das gleich im Januar. Yay, Motivation. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich diese Reihe beendet habe, denn ich habe so gewartet auf den dritten Teil und auf das Ende und auf das Finale und ich war so gespannt, wie diese Reihe ausgeht. Und ja, es geht natürlich um Angel Fall von Susan E. Ich muss sagen, dass ich die Bücher schon immer mal lesen wollte, auch damals schon in der alten Auflage. Ich wollte sie mir dann kaufen und dann kam raus, okay, der Verlag übersetzt den dritten Teil nicht mehr. Dann waren die Bücher für mich Geschichte, was ich ziemlich doof fand. Dann habe ich gehört, okay, der Verlag bringt die nochmal als Taschenbücher neu raus. Und ich so, yay, ich kann sie lesen. Und ja, ich habe alle drei Bücher, ich hatte echt Glück, ich habe alle drei Bücher vom Verlag netterweise zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an den Verlag, dass ihr mir alle drei Bücher zur Verfügung gestellt habt, denn Angel Fall ist eine der besten Reihen, die ich je gelesen habe. Also Angel Fall trifft 1000% meinen Geschmack und es ist eine so tolle Reihe und ich kann wirklich nur jedem ans Herz legen, der gerne auch mal Engelgeschichten liest, dass er diese Reihe lesen soll. Die ist so unglaublich gut. Ey, wirklich Leute, diese Reihe ist der Oberhammer. Wirklich so genial. Ich erzähle euch aber erstmal, worum es in dieser Reihe eigentlich geht. Im ersten Teil von Angel Fall, Nacht ohne Morgen, erfahren wir, dass die Welt in einer Apokalypse versunken ist. Denn die Engel sind auf die Erde gekommen. Und die Engel sind in diesem Buch keine tollen, rettenden Wesen und keine Ritter in schimmernder Rüstung. Nein. Sie sind die Bösen und die Engel sind auf die Erde gekommen und haben die Menschheit vernichtet und haben die Apokalypse heraufbeschworen. Wieso, weshalb, warum? Das ist eine der Sachen, die man in dieser Geschichte ergründen muss. Und man versucht dann da dahinter zu blicken, was denn jetzt eigentlich genau passiert ist. Auf jeden Fall lernen wir in dieser apokalyptischen Szenerie unsere Protagonistin Penryn kennen. Penryn ist ein Mädchen, was schon immer in ihrem Leben hart durchgreifen musste und was sich schon immer wehren musste. Denn Penryn hat eine verrückte Mutter, die absolut nicht zurechnungsfähig ist, die auch gefährlich ist und hat eine kleine Schwester, die im Rollstuhl sitzt. Und deswegen hat Penryn schon immer ihre kleine Schwester beschützt und hat auch eine entsprechende Ausbildung genossen. Also sie kann bestimmte Kampftechniken, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was für eine Sportart sie gemacht hat, ob das hier Krav Maga war, aber ich glaube, es war Krav Maga. Irgendwie sowas hat sie auf jeden Fall, wo die Welt noch nicht untergegangen ist, gemacht, um sich halt notfalls gegen ihre Mutter wehren zu können und halt auch gegen alles andere wehren zu können, um halt ihre Schwester zu beschützen. Und bei Penryn merkt man von Anfang an, dass sie so eine kleine Kick-Ass-Braut ist, die faustdick hinter den Ohren hat und nicht so ein kleines, schüchternes Mäuschen, was von nichts eine Ahnung hat und so ein Dummbrot ist. Nein, so ist Penryn nicht. Auf jeden Fall lernen wir Penryn kennen, wie sie mit ihrer Mutter und ihrer Schwester gerade aus ihrer Wohnung flüchten muss. Denn sie können dort nicht länger bleiben, es ist viel zu gefährlich und so machen sie sich auf den Weg an einen sicheren Ort. Und kurze Zeit später passiert es. Sie werden von Engeln angegriffen und Penryn wird von ihrer Mutter und von ihrer Schwester getrennt. Und von nun an versucht Penryn, ihre Familie wiederzufinden und ihre Familie wieder zusammenzubekommen, um halt weiterhin ihre Schwester zu beschützen, die ja absolut wehrlos ist in ihrem Rollstuhl. Und sie ist auch so eine kleine, schüchterne Maus und so ein ganz, ganz liebes, süßes Mädchen. Und ja, ihre Mutter ist auch verschwunden. Und da trifft Penryn eines Tages auf Raffe. Und Raffe ist ein Engel und sie sieht, wie Raffe die Flügel genommen werden. Und sie sieht halt, dass andere Engel ihn da brutal töten wollen und kommt ihm zu Hilfe. Und durch die Rettung hat sie natürlich ein Gut bei dem Engel und er verspricht ihr, ihr zu helfen, ihre Familie wiederzufinden, wenn sie ihm erstmal hilft, quasi erstmal wieder auf die Beine zu kommen, denn er hat natürlich starke Verletzungen davon getragen und so tun die beiden einen Pakt, schließen, um sich gegenseitig zu helfen. Und ob Penryn ihre Familie wiederfindet und warum die Engel Raffe in die Knie gezwungen haben und warum sie ihm die Flügel abgehackt haben, das ist es quasi, worum es im ersten Teil von Angel Fall geht. Und ich muss sagen, ich habe dieses Buch gelesen, ich war sofort drin in der Geschichte, ich war sofort begeistert von dieser apokalyptischen Szenerie, die Susan E. in diesem Buch geschaffen hat. Also die Autorin hat es sofort geschafft, mich in diese Welt zu saugen und mich in dieser Welt quasi aufzunehmen und ich war so drin in den Büchern, bei jedem einzelnen Buch, auch wenn zwischen jedem einzelnen Buch echt ein Jahr Zeit lag. Ich habe angefangen zu lesen, ich war sofort wieder in der Geschichte drin, ich war sofort wieder in der Welt drin und es war einfach so gut, es war einfach so gut. Also wie gesagt, der erste Teil, die Handlung hat mir mega gut gefallen. Das Setting ist einfach der Hammer, wie bei allen anderen beiden Teilen auch. Das muss ich da dann, glaube ich, nicht nochmal sagen. Die Geschichte spielt in San Francisco in einem wirklich
apokalyptischen San Francisco und es ist einfach so, so gut gemacht und es gefällt mir einfach so unglaublich. Also wie gesagt, die Handlung wahnsinnig toll vom ersten Teil, das Setting genial, der Schreibstil hat mir auch unglaublich gut gefallen. Susan E. hat einen ganz, ganz tollen actiongeladenen, auch ein bisschen aggressiven Schreibstil, aber sie hat eine tolle Art, Sachen zu umschreiben und zu beschreiben und zu erklären und das hat mir so, so gut gefallen. Dieses Buch ist einfach der Hammer. Also ich würde diese Bücher generell so vielleicht ab 16 empfehlen, dass ich schon streckenweise ein bisschen brutale sind, gerade im zweiten Teil. Am Ende diese eine Szene ist schon richtig übel. Also ja, ich würde so die Bücher vielleicht so ab 16 empfehlen, aufgrund der Brutalität, die hier drin vorkommt. Aber wir wissen ja heutzutage, dass die 12- und 13-Jährigen teilweise schon so weit entwickelt sind wie manche 16-Jährigen. Deswegen muss das jeder für sich selbst entscheiden. Ich würde im Prinzip das so vielleicht ab 16 empfehlen. Und ja, also wie gesagt, tolle Handlung, tolles Setting, toller Schreibstil und die Charaktere sind einfach so, so gut. Die Charakterentwicklung, die Penryn und auch Raffe und auch Paige und die Mutter, die Entwicklungen, die diese Charaktere in diesem Buch durchmachen, sind so gut. Wobei man sagen muss, die Mutter macht jetzt hier nicht so eine krasse Entwicklung durch, die ist einfach, also die Mutter ist der geilste Nebencharakter wirklich, den ich je gelesen habe. Wirklich. Diese verrückte Frau ist der Hammer. Die ist, ich habe sehr, sehr viel Spaß gehabt mit der Mutter als Charakter. Also sie hat mich schockiert. Ich habe mit der gelacht. Ich habe die gefeiert, die Frau. Also wirklich die Mutter von Paige und Penryn ist einfach so krass. Die kommt nicht oft in der Geschichte vor. Aber wenn sie vorkommt, und das gerade im dritten Teil war das wieder mehr. Aber wenn sie vorkommt, dann haut die einen raus. Das ist so cool. Also so eine Mutter, ne? Hammer. Oberhammer. Die Mutter ist wirklich geil. Und auch die Entwicklung, die Paige in dieser Reihe durchmacht, ist so krass. Also Paige entwickelt sich wirklich wahnsinnig in der Geschichte. Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber sie ist wirklich am Ende der Geschichte eine komplett andere Person, wie sie zu Beginn der Geschichte ist. Wie gesagt, zu Beginn der Geschichte ist sie ein schüchternes kleines Mädchen, was im Rollstuhl sitzt, was absolut wehrlos ist. Und das ändert sich dann wirklich komplett im zweiten Teil. Und es ist so, so krass und es ist so schockierend und es ist so, ich weiß nicht, es hat mich wirklich entsetzt teilweise, was mit diesem Mädchen passiert ist. Und aber das Ende, dann im dritten Teil, die Entwicklung, die sie da wieder durchgemacht hat, die war so toll und das war so glaubwürdig auch und das hat mir so, so gut gefallen. Und ja, also wie gesagt, die Mutter und die Schwester von Penryn, die waren einfach, was die Nebencharaktere betraf, so eine Entwicklung war wirklich richtig gut, hat mir so, so gut gefallen. Und auch natürlich die Entwicklung, die Penryn und Raffe in diesem Buch machen. Gerade Raffe macht eine schon 180-Grad-Drehung dann in der Geschichte irgendwann nochmal mit durch. Also er geht nochmal in sich und er lernt, dass seine Ansichten vielleicht nicht hundertprozentig so stimmen, wie er bisher immer dachte. Und ja, das fand ich auch richtig toll. Und wie gesagt, Penryn als Protagonistin in diesem Buch. Da brauche ich nichts sagen, außer dass dieses Mädel einfach nur so krass ist und so toll ist. Und ich feiere Penryn als Protagonistin in diesem Buch immer noch, denn sie ist für mich eine der besten Protagonistinnen, die es überhaupt gibt. Wirklich, ever, ever, ever. Die ist so, so toll. Und ich weiß, ich lobe dieses Buch gerade komplett in den Himmel, aber ich fand die Reihe einfach super. Und ja, ich liebe, liebe, liebe sie. Also wie gesagt, tolle Handlung, tolle Charaktere, toller Schreibstil. Also das Setting einmalig. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Und das kann ich euch nur so zu der kompletten Reihe sagen. Das ist einfach rundum perfekt. Ich sage euch jetzt nochmal ganz kurz, worum es im zweiten und dritten Teil geht und wie mir die beiden Teile gefallen haben. Also wenn ihr die Bücher noch nicht kennt und noch nicht gelesen habt, dann schaltet ab und kommt irgendwann später nochmal daraufhin zurück. Ja, kommen wir jetzt mal zum zweiten Teil. Und zwar ist das Angel Fall, Tage der Dunkelheit. Im zweiten Teil ist Penryn immer noch auf der Suche nach ihrer Schwester Paige. Und sie hat einen ganz, ganz schlimmen Verdacht, was mit ihr passiert ist. Also wir haben sie im ersten Teil am Ende schon mal ganz, ganz kurz gesehen. Und da war so der erste Schock Schockmoment für mich, was mit Paige da passiert ist. Und da hatte sie es aber nicht geschafft zu retten, sondern das kam dann erst im zweiten Teil. Und ich fand diese Suche im zweiten Teil wirklich richtig gut. Mir hat eine Abonnentin damals, das weiß ich noch, nachdem ich den zweiten Teil geschrieben habe, gesagt, dass die Handlung von der ganzen Art und Weise wirklich wieder wie komplett wie im ersten Teil ist. Und das stimmt. Also wir haben von der Handlung her genau das gleiche wie im ersten Teil. Quasi Penryn sucht ihre Schwester. Es ist das gleiche wie im ersten Teil. Also Penryn sucht ihre Schwester und auch die Reise, die die beiden da erleben, ist recht ähnlich. Der einzige große Unterschied ist, dass Penryn hier im zweiten Teil so ziemlich auf sich allein gestellt ist, denn Raffe ist nicht da.
er kommt dann wirklich erst ganz am Ende vom zweiten Teil wieder drin vor. Aber das fand ich auch gut, denn dadurch hat sich der Fokus hier natürlich mehr auf unsere Protagonistin gelegt. Wir haben hier wieder die Mutter von Penryn, die für einige Momente in dieser Geschichte sorgt. Ich weiß, ich fand die Mutter einfach genial. Ne? Also die Mutter war einfach so krank und so krass drauf. Also Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. Und ja, mir hat der zweite Teil wieder sehr, sehr gut gefallen. Ich kann euch ja jetzt mal kurz sagen, dass am Ende vom zweiten Teil findet Penryn ja endlich ihre Schwester. Und ja, Paige ist ja nicht mehr so, wie sie einst war. Sie ist nicht mehr das kleine, süße, niedliche Mädchen, denn sie ist ja von diesen Ärzten quasi umoperiert worden zu diesem Monster. Und diese Vorstellung, dass dieses kleine, süße Mädchen sich in so ein Monster verwandelt und auch wie das beschrieben wurde, das hat mir echt das Herz zerrissen beim Lesen. Ne? Also da habe ich echt mitgelitten auch, und das zeigt mir aber auch wieder, dass die Autorin wirklich mich komplett in die Geschichte gesaugt hat, denn wenn mich das nicht berührt und mich das nicht schockiert hätte oder irgendwas, dann wäre ich nicht so in der Geschichte gewesen. Deswegen fand ich den zweiten Teil auch einfach wieder großartig, auch wenn es von der Handlung her, vom Ablauf her wirklich das gleiche war wie im ersten Teil, aber ich fand es einfach nur toll. Es sind hier neue Charaktere eingeführt worden in diesem Buch. Wir haben hier wieder neue Leute kennengelernt. Es hat sich wieder, was die Hintergründe betrifft, ein bisschen was erklärt. Und ja, ich fand den zweiten Teil, wie gesagt, genauso gut wie den ersten und hat mir so, so gut gefallen. Ich muss sagen, diese eine Szene am Ende, das war so krass. Ich habe das gelesen, habe Sina damals noch geschrieben, das weiß ich noch. Ich habe Sina geschrieben, what the fuck, was geht hier ab? Was ist hier los? Wie krank ist das denn bitte? Oh mein Gott. Also wer von euch das Buch kennt, weiß wahrscheinlich, welche Szene ich... Wer von euch das Buch kennt, weiß wahrscheinlich, welche Szene ich meine. Ich meine die Szene mit den ganzen Engeln, wo die dann anfangen, alle ihre Schwerter zu ziehen und... Mehr sage ich jetzt dazu nicht. Aber es war so krass, das einfach zu lesen. Und ja, wie gesagt, auch das mit Paige am Ende hat mich echt sehr, sehr berührt, und ich war dann so gespannt, wie das Ganze ausgeht, denn es war einfach zum Ende vom zweiten Teil hin noch so viel offen und noch so viel unklar und noch so viel nicht erklärt, dass ich echt gedacht habe, so, okay, wie will die Autorin im dritten Teil das alles so da reinpacken, dass das halt auch alles dann rund wird? Und ich komme jetzt mal zum dritten Teil, denn die Autorin hat es geschafft, dass für mich auf jeden Fall am Ende alles rund war. Ich habe immer noch, sag ich mal, zum Ende hin jetzt so 2, 3 Fragen, die offen sind. Aber ich glaube, das war auch voller Absicht, dass die Fragen offen bleiben, dass man sich selber so für sich seinen Teil da zusammenreimen kann und für sich seinen Teil selber so zusammensuchen kann, wie das denn alles zusammenhängt. Im dritten Teil geht es im Prinzip dann darum, dass Paige, Raffe und Penryn erstmal fliehen müssen vor den bösen Engeln und dann sich erstmal neu sortieren und neu sammeln müssen. Und dann müssen sie eine Lösung finden und sie müssen gucken, dass sie den Rest der Menschheit irgendwie retten können. Und ja, die Art und Weise, wie das dann passiert und wie das dann am Ende, gerade was den einen bösen Engel Belial betrifft, wie das dann alles so ein rundes Bild wird, das fand ich sehr, sehr gut. Das hat mir richtig gut gefallen und ich fand auch diesen Lösungsansatz absolut kreativ, und ich habe sowas auch noch nicht gelesen und ich fand das ganz, ganz toll, was die Autorin sich da alles ausgedacht hat. Und ich kann nur sagen, dass mir das dritte Buch genauso gefallen hat wie das erste und das zweite. Ich mochte die Geschichte und was ich gerade gut fand, dass hier im dritten Teil die Liebesgeschichte zwischen Raffe und Penryn endlich mal so ein bisschen Fahrt bekommen hat und so ein bisschen Aufschwung bekommen hat. Denn in der Reihe ist es ja so, dass Liebesgeschichte schon da ist, aber sie spielt jetzt nicht so extrem im Vordergrund. Also sie ist immer da, man weiß das auch, aber es ist jetzt nicht so, dass sie sich auf jeder Seite komplett anschmachten. Klar gibt es solche Szenen und klar schmachtet sie Raffe an und... aber es ist jetzt nicht zu übertrieben, finde ich, bei der Reihe. Also ich finde, das hält sich hier wirklich komplett im Rahmen. Und ja, ich finde die Reihe einfach ganz, ganz toll. Ich fand den dritten Teil toll, ich fand das Ende toll. Wie gesagt, es sind einige Fragen offen geblieben am Ende, aber das fand ich gut. Also ich habe dann zu Sina gesagt, hier wurde das und das erklärt oder wie ist denn das, das und das? Und dann hat sie gesagt, nee, das wurde nicht erklärt, aber es ist halt so. Wir müssen damit leben und wir müssen uns selber überlegen und vorstellen, was die Autorin wohl daraus gemacht hätte, wenn sie uns das erklärt hätte. Ich finde es aber nicht verkehrt, wenn am Ende nicht immer alles 1000%ig erklärt wird, denn da kann man so für sich in seinem Kopf alles noch so ein bisschen für sich zusammenbauen und gucken, ja, wie denkst du, was das ausgeht? Und dann kann man sich mit anderen auch nochmal austauschen, was die dann dazu sagen, wie das ausgeht. Und ja, fand ich ganz, ganz toll. Also ich kann nur sagen, Angel Fall ist wirklich eine Reihe, die mich von vorne bis hinten überzeugt hat. Ich liebe jedes einzelne dieser Bücher und ich kann jedem wirklich nur empfehlen, diese Reihe zu lesen. Auch wenn er keinen Bock auf Engelgeschichten hat. Er sollte Angel vorlesen. Es ist so gut. Es ist einfach so gut. Es ist so toll. Und ja,
Klar wird es auch Leute geben, die dieses Buch doof finden und klar wird es Leute geben, die sagen, boah, das ist scheiße und der Schreibstil gefällt mir überhaupt nicht, aber so ist das ja mit allen Büchern, aber ich mag diese Reihe unglaublich und kann sie euch wirklich nur empfehlen und mehr gibt es an dieser Stelle jetzt auch nicht zu sagen, außer Angel Fall ist definitiv eine ganz, ganz tolle Reihe und definitiv eine der besten Reihen, die ich hier gelesen habe und ja, mehr gibt es dazu jetzt auch nicht zu sagen. Das war meine Reihenvorstellung von Angel Fall. Wenn ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, schreibt mir noch eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und ich muss euch mal kurz den Kleinen zeigen. Das ist so süß, wie der hier liegt. Guckt mal. Ist der nicht niedlich? Oh. Wenn der Hund so da liegt, könnte ich immer stundenlang zugucken. Oh. Mein Baby, voll süß. Ja, aber egal, das Video ist jetzt vorbei. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.